er sagt hier, die dreckige Zerstörung 8.0 geht schneller von uns als Eintagsfliege. Oha, ich glaube, der Wagen ist jetzt schon am Arsch. Ich wusste, dass der es nicht lang macht. Der ist schon so fertig. Zack. Abfahrt. Oh, Alter, was für ein Paradies. Das ist nicht mehr normal. Oh, ich schwör's dir, das ist nicht das mehr normal. Das haben wir ja gerade schon gesehen. Oh, ein Stein. Ah! Oh, jetzt, wo lang? Wahrscheinlich geradeaus, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ihr wisst ihr, wie wir hier driften werden? Das ist jetzt nur der Weg dorthin. Dieser Spot, der da irgendwo dann ist, irgendwo, der soll noch krasser sein. Danke, mein Vater hat gesagt, da gibt es Felder, Berge, Sprungschanzen, Steine. Maschallah. Bin ich falsch? Bruder, halt doch deinen Schnauz. Halt doch deinen dreckigen Schnauz. Versuch nochmal, die abzureißen. Da kommt jemand. Oh. Oh, scheiße, da, jetzt kommt Peter. Nein. Ah, da kommt Staub rein. Der hat's gut, Mann. Oh, Bro, muss ich zurück? Ich sehe meinen Dad nicht mehr. Ich fahr mal kurz zurück. Wo ist dein Daddy? Sind, falsch gefahren. Ah, da ist er. Digga, ist das heiß. Oh! Überlegt euch mal, was er den Einheimischen da erklären muss, warum er einfach da mit einer Kamera auf dem Kopf rumläuft und Autos zerstört. Ich glaube, wir müssen ganz da nach oben, oder? Das kann es sein? Das kann sein, Digga. Oh, ist das heiß. Bro, ist das so heiß. Es ist so fucking heiß. Normalerweise brauche ich dieses Wasser zum Trinken, aber... Oh, Bro, 40 Grad, ich schwöre, 40 Grad. Guck mal hier, Öl fehlt, hier blinkt was, Benzin ist fast leer, what the fuck, Alter? Der Wagen ist fertig. What the fuck, Alter. Walter White, einfach mitten in Bosnien. Ah, so, was wollte ich nochmal sagen? Ich wollte noch ein paar Sachen loswerden hier. Ich wollte euch nochmal kurz ein paar Sachen erklären. Oh, Digga. Und zwar, hier in diesem Land, wo ich mich jetzt befinde, kannst du den Leuten Geld geben und die machen alles für dich. Die machen wirklich, dieses Auto ist schon stabil. Die machen alles für dich, weil, ganz einfach, weil die Menschen hier einfach arm sind. Die sind viel, viel ärmer als wir in Deutschland. Hier gibt es halt wenig Arbeit, hier ist nichts los. Die Menschen, so generell aus dem Balkan, die Leute, die flüchten momentan, aber bös, richtig bös nach Deutschland alle. Krass. Alter, ich kann hier nicht nochmal reden. Ja, ich sag euch, wie es ist, in Deutschland, man ist schon gesegnet, dass man hier ist, ehrlich. Also man regt sich zwar immer über Sachen auf, Steuern, Mäuern, irgendwas, Gesetze und so, aber es ist schon, man darf nicht vergessen, was das für ein Luxus ist, hier aufzuwachsen. Hier ist alles geregelt, alles geordnet, wenn ihr irgendwie krank seid, ihr kriegt beste Verpflegung von Ärzten und so, das ist schon geil hier. What the fuck? Muss man auch mal sehen. Alter. Gibt halt wirklich Länder, wo Leute noch, Bro. Keine Ahnung. Schlagloch! Gucken müssen, was hier ist. Boah, krank. Hey, das ist krank. Das ist Content, Junge. Das ist Content, den ich mir gewünscht. Ich kann ja nicht richtig drauf von, Alter. Dieses Auto nimmt mich hops, hat einfach hier ein Loch. Digga, schön an Materialkosten hier gespart. Sehr, sehr schlau, mein kleiner Vectra. Oh, das wird mein Vater aber nicht so leicht hinbekommen, diese Schlaglöcher. Genau. Alle aus dem Balkan flüchten nach Deutschland, weil es in Deutschland Arbeit gibt. Und ich bin der einzige Spast, der zurückkommt. Digga, einfach der einzige Spast, der zurück will. Ich glaube, das zerkratzt dir so ein bisschen die Scheibe. Jo, Vivian, was geht's? Daddy, wo bist denn du jetzt? Komm schon! Du bist ein bisschen langsam hier unterwegs. Aber Ehrenbrudi, mein Dad. Richtiger Ehrenbrudi, dass er das alles mitmacht. Oh, Schlagloch! Der Sohn macht Patte. Okay, ich warte mal kurz hier auf die beiden. Da, der Bus kommt. Boah, das Auto hört sich richtig schmackhaft an. Ich hab das Gefühl, jeden Moment explodiert hier irgendetwas. Ich denk mal, Anfang nächstes Jahr bin ich wieder in der Schweiz. Ja. Schön im Winter, Januar oder so. Oh, das ist ja Schlamm. Bin ich wieder in der Bro. Was war das? Das war einfach Schlamm. Kann er jetzt mal anfangen, Gott, das Auto jetzt kaputt zu machen? Ich raste hier gleich aus, Mann. Chabo, übertreibt doch nicht. Boah, Alter, Digga. Boah, LKW. Boah, LKW. Ach, Scheiße, das war unerwartet. Ich dachte, da kommt jetzt eine Kuh oder so, aber kein LKW. Ach du Scheiße. Digga, der kam aus dem Nichts. Wo ist mein Dad? Dad! Daddy! Da ist er. Er hat's geschafft. Er wurde nicht von dem LKW überrollt. Wo sind meine professionellen Meister mit Brief? Könnt ihr sagen, was das für ein Geruch ist? Wenn ich Chabo sehe und er nichts zerstört, das macht mich unruhig. Bitte, Chabo, fang jetzt an, diese Karre zu zerstören. Ich glaube, das ist der Motor. Der hört sich nicht so gut an. Nein, das Auto ist Schrott. Warte, ich muss kurz überlegen, wo lang ich muss. Hoch! Hoch! Ach du Aber Chabo Scheiße. Hat bestimmt auch nicht sein Waffenarsenal dabei jetzt, ne? Bruder, das Auto kann nicht mehr. Das wird hier nicht mehr... Das war's. Bruder, der Wagen ist fertig. Digga. Der Wagen ist fertig. Das ist der Motor, der ist am Arsch. Hab ich gesehen, Neustadt. Ja, das kann ein neues Auto. In der Nähe von Neustadt. Das war's. Jetzt gucken wir mal, was die sagen. Das wird jetzt bestimmt lustig. Ich stell mich mal kurz hier hin. So. Der Wagen ist einfach Bro. Ach du Scheiße. Auto ist kaputt. Das war's. Bin am Kacken.
drin, saftig, deftig, am Kacken. Warum bin ich am Kacken? Weil die GoPro mir abgeschmiert ist. Oh. Einfach so, 300 Euro Kamera, die als Action-Cam gilt, ist einfach bei 40 Grad überhitzt. Was ist ausgegangen, aber ich habe die später dann nochmal angemacht und ihr werdet sehen, ich habe so... Aus dem Nichts einfach kommt ein Cut, ich bin gerade am Kacken, out of nowhere. Sogar Wasser drüber gemacht. Ihr werdet auf jeden Fall die Tropfen auf der Linse sehen. Ich habe ein bisschen nass gemacht. Das Video geht gleich weiter. Ich wollte nur mal sagen, dass die mir 3-4 Mal oder so ausgeht, wegen Überhitzung, nur damit ihr Bescheid wisst. Und jetzt... kacke ich eine Runde weiter, lese eure Kommentare und ihr könnt den Rest des Videos auf der Toilette schön genießen. Guten Schiss. Schönen Schiss. Ich wünsche euch Keks keinen Spaß dabei. Guten Schiss, Chabo. Gönn dir. Oh, shit. Boah, der Wagen ist fertig, ne? Das hört schon nicht gut an, wenn ein Motor so Geräusche macht. Schatz, muss halt. Jetzt warte, chill erst. Keine Chance. Das war's, Motor ist hin. Dobre ist schon. Boah, was war das für ein Auto? Das Auto ist kein Kilometer mehr gefahren oder so. Wie haben die das geschafft, dass der Wagen so schnell... Bro, er hat 2 Parts mit dem Video gemacht und ist nur gefahren, hat nicht mal eine Sache gemacht und der Wagen ist schon fertig. Du. Das wäre es jetzt, wenn das funktionieren würde. Niemals. Bro, wenn er das schafft. Holy shit. Was geht denn jetzt ab? Alter, was geht denn da jetzt ab? Ja, du redest, wer? Scheiße, der hat sich verletzt. Der ist einfach überhitzt. Der Motor ist einfach fertig. Also Leute, was passiert ist, kurze Erklärung. Das Fahrzeug hatte kein Wasser angeblich oder so. Oder der Schlauch vom Wasser ist geplatzt jetzt und er sagt, nicht mehr fahrbereit. Dann nimm jetzt bitte, Chabo, bitte sag mir, dass du einen Hammer dabei hast und nimm das Auto jetzt noch auseinander. Dann, komm, ich muss hier noch Zerstörung sehen. Zerstör das Auto jetzt bitte einfach. Er sagt einfach, mach was du willst. Wie, das war's jetzt schon? Das war's jetzt schon? Bro, er ist einen Kilometer mit der Scheißkarre gefahren. Ey, ich raste aus, ne? Ich raste aus. Ich raste aus. Ich raste aus. Ich muss jetzt was boxen, Leute. Ich muss hier noch ein bisschen Zerstörung jetzt. Chabo, was machst du hier, ey? Chabo, wegen dir nehme ich hier noch mein 50.000 Euro Zimmer auseinander, ey. Du musst doch mal hier einmal, nicht mal einmal mit dem Hammer oder so draufgehauen. Nicht mal einmal mit deinen Sneakern in das scheiß Kacklicht von dem Auto reingetreten. Oh, ey, also es hat mich gerade wirklich getriggert, dass er das Auto nicht kaputt gemacht hat. Ich verbinde Chabo einfach schon mit Autozerstörung. Wenn ich seine Stimme höre und dabei nicht irgendwas zerstört wird, dann drehe ich durch. Seid mal ehrlich, hat euch das nicht auch gefehlt? Habt ihr das? Ich hab das jetzt gebraucht, ne? Das hat mich jetzt nicht befriedigt, dass er den Wagen nicht zerstört hat. Schade, Chabo. Schade.